Über das aktuelle Machwerk von Giovanni Alaimo als Ganzes braucht man hier nicht weiter zu reden. Es ist der übliche Nonsens, den er auch schon früher an Leichtgläubige verhökern wollte. Die positive Gesamtbewertung auf Amazon ist natürlich indiskutabel, basiert zum größten Teil aber auch auf Manipulation und Bewertungsbetrug. Während die negativen Bewertungen sich tatsächlich mit dem Inhalt des Buches auseinandersetzen und bereits in der frei verfügbaren Leseprobe eklatante Fehler und Lügen aufzeigen, dienen die meisten positiven ausschließlich der Lobhudelei und der Manipulation. Nachdem Giovanni sich ja in einem Video und auf Telegram über die schlechten Bewertungen ausheulte und mehrfach dazu aufrief, sein Werk positiv zu bewerten. Was macht ihr denn? Macht gute Bewertungen da draußen bei meinem Buch. Scheiß nochmal, egal ob ihr das kauft oder nicht, macht gute Bewertung, 5 Sterne, dass diese Parasiten endlich weggehen. Versteht ihr das nicht? Aber dazu vielleicht später mal mehr. Hier soll es nur um eine kleine Perle aus dem Buch gehen, welche er in seinem letzten Video zeigte. Lassen wir ihn erstmal selbst zu Wort kommen. Das sind so viele Sachen, bei dieses Buch, meine Damen und Herren, so erklärt, zum Beispiel das hier. Warum sind Venus und Merkur auf diesem Bild so weit von der Sonne entfernt und wo ist die Erde? Das heißt, das ist eine App, die ihr einfach von gratis holen für eure Handy und da kennt ihr das nachts oder am Tage. In diesem Fall habe ich das am Tag gemacht, wo die Planeten und die Sonne sich befinden. Und ihr könnt auch sehen, dass ihr irgendwas nicht stimmen kann, wenn ihr zum Beispiel, gucken wir das von ihr, das kann man auch vergrößern, ich kann es auch zeigen, wie man das vergrößert, dass da einfach so irgendwas nicht stimmen kann. Bei der Sache, seht ihr? Also das heißt, Merkur befindet sich hier, ganz weit weg, Mars befindet sich in der Nähe von der Sonne und Venus hier ganz hinten. Meine Damen und Herren, das ist kein Fake-Foto. Bitte nochmal? Meine Damen und Herren, das ist kein Fake-Foto. Okay, das behalten wir mal kurz im Hinterkopf. Oder sowas ähnlich. Nein, das kennt ihr selber. Jeden Tag und jede Nacht fotografieren, weil die läuft einfach ganz genau diese Dinge, diese Bilder laufen auf eine flache Erde. Und nicht, weil wenn das so ist, da wäre, wie dieses heliozentrische System das sagt, das wäre jetzt hier die Sonne, hier wäre Merkur, hier wäre Venus, das ist Venere, und das wäre jetzt die Terra, das heißt die Erde, und Mars hier unten. Also, und die Sonne sollte sich bei 150 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde befinden. Die Venus, glaube ich, 80 und das irgendwas mit 40 Millionen Kilometer. Das ist ja ein Witz. Und Mars bei 420 Millionen Kilometer von der Sonne. Also, und bei diesem Bild kann man auch erkennen, dass das Blödsinn ist. Auch das sogar selber, dass die Leute, die diese App machen, die machen das die App für die flache Erde, nicht für eine Kugelerde, die fliegt einfach so durch die Gegend. Gut. Giovanni erklärt hier also, dass die Anzeige in der App kein Fake sei und schreibt sogar, ihre Daten seien hundertprozentig korrekt. Ja, und in der Tat stimme ich diesen beiden Aussagen uneingeschränkt zu. Nein, doch. Oh. Ja, Giovanni spricht hier tatsächlich mal die Wahrheit. Nein, doch. Oh. Einzig der letzten Behauptung, dass die Entwickler das Ding für die flache Erde entwickelt hätten, wage ich mal zu widersprechen. Aber Giovanni wäre nicht der erste Flacherdler, der in seiner Voreingenommenheit und völligen Verblendung diesem Irrtum aufsitzt. Ein Flacherdler nutzt auf seinem Handy eine App namens Flat Earth, welche in der üblichen Flacherddarstellung die Position einiger wichtiger Himmelskörper anzeigt. Aber viel schöner ist ja, dass die angezeigten Werte praktisch identisch sind mit Stellarium, einer heliozentrischen Simulation. Ja, wie geht das denn? Tatsächlich basiert natürlich auch die von Giovanni genutzte App auf heliozentrischen Daten und Berechnungen. Er hätte nicht mal dazu schreiben müssen, wann er den Screenshot gemacht hat, denn ich konnte die gezeigte Konstellation völlig problemlos in Stellarium ermitteln. Und das ist nun mal eine heliozentrische Simulation. Beide Programme nutzen also nachweislich dieselben Daten. Dass er zudem völlig überfordert damit ist, sich die Position der Planeten im Sonnensystem auf ihrer Bahn um die Sonne vorzustellen, ist jetzt auch nicht weiter überraschend. Seine Struktur deutet auf zweidimensionales Denken hin. Aber auch dem kann selbstverständlich abgeholfen werden. Denn genau so wie Giovannis App und auch Stellarium die Sicht auf den Himmel für einen Beobachter auf der Erde darstellen, kann man auf Basis derselben Daten und derselben Formeln natürlich auch den Blick von oben zeigen.
Zum genannten Zeitpunkt, am 24.10. letzten Jahres, standen Merkur und Mars aus Sicht der Erde rechts von der Sonne, die Venus weit links. Also genau das, was Giovanni auch als Screenshot der App in seinem Buch zeigt. Und wo er sogar ausdrücklich noch dazu schreibt, dass solche Programme hundertprozentig korrekt seien. Tja, danke Giovanni für die vermutlich unfreiwillige Bestätigung von Kugelerde und Heliozentrik. Und über den restlichen Blödsinn in deinem Buch, die zahlreichen Lügen und deine Anstiftung zum Betrug bei den Bewertungen, reden wir später.